Artikelnummer SCP-075. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-075 ist in einem 1 Meter x 1 Meter x 1 Meter Level 4 korrosionsbeständigen Behälter zu verwahren, der in einer sicheren Kammer mit gleicher Korrosionsbeständigkeit untergebracht sein muss. Die Luftfeuchtigkeit des Raums darf zu keinem Zeitpunkt 1% überschreiten. Trockenmittel in medizinischer Qualität müssen jederzeit verfügbar sein, um dieses Feuchtigkeitsniveau aufrechtzuerhalten. Wenn die Luftfeuchtigkeit in SCP-075's Kammer 1% übersteigt, ist das gesamte Personal sofort zu evakuieren, der Standort so lange abzuriegeln, bis die Luftfeuchtigkeit auf ein akzeptables Niveau gesenkt wurde. Alle Personen, welche die Kammer von SCP-075 betreten, müssen Level 4 MOPP-Schutzanzüge tragen. Injektionstests sowie Versuche, welche mit wässrigen Lösungen durchgeführt werden würden, sind strengstens verboten. Kommt eine solche Lösung mit SCP-075 in Berührung, muss das umliegende Gebiet sofort abgesperrt und mit Trockenmittel geflutet werden, so lange bis die Luftfeuchtigkeit wieder auf ein akzeptables Niveau gesunken ist. Die Evakuierung von Personal, welches im Gebiet verbleibt, ist verboten. Beschreibung: SCP-075 ähnelt einer großen Schnecke von 20 cm Länge, 13 cm Breite und 15 cm Höhe mit einem muskulösen Fuß, der einer sechsfingrigen, gekrallten Hand ähnelt. SCP-075 ist außergewöhnlich schwer mit einem Gewicht von ca. 860 kg, eine Eigenschaft, deren Ursache noch nicht klar ist. Das Austrocknen von SCP-075 stellt das einzige bekannte Mittel der Verwahrung dar, da das Objekt in einem Ruhezustand übergeht, wenn es nahezu vollständig ausgetrocknet ist. Ist SCP-075 nicht ausgetrocknet, bewegt es sich trotz seiner Größe und Masse mit ungewöhnlich hohen Geschwindigkeiten. Es zeigt Raubtierverhalten, welches sich dadurch äußert, dass es seine Beute anspringt und in einer hochgradig ätzenden Base tränkt, welche aus den Poren des Fußes abgesondert wird. Dieses Sekret ist ätzender als jede Substanz, die der irdischen Wissenschaft bekannt ist. Aufgrund des aggressiven Verhaltens kann diese Flüssigkeit nicht von SCP-075 gesammelt werden. Bisher wurde noch kein Material gefunden, welches vollständig resistent gegen seine korrosive Wirkung ist. Anhang 075-F. Versuche, das Sekret von SCP-075 zu sammeln, müssen zunächst von allen Level 4-Mitarbeitern vor Ort genehmigt und überwacht werden. Jedoch kann die Genehmigung des genannten Personals nicht die Auflage außer Kraft setzen, keine wässrigen Lösungen in Kontakt mit SCP-075 zu bringen, einschließlich seines eigenen Sekrets. Anhang 075-G. Es konnte mit Hilfe von SCP-294 ein Becher voll mit SCP-075-Sekret gesammelt werden. Derzeit laufen Untersuchungen, welche Stoffe, sofern es welche gibt, gegen die korrosive Wirkung immun sind und warum die von SCP-294 bereitgestellten Becher nicht von der Korrosion betroffen sind.